Ja, meine Damen und Herren, wie immer in den Pressekonferenzen, auch wenn neue grüne Schutzverordnungen entstehen, erst einmal noch mal wieder die wichtigsten Zahlen der Situation zurzeit hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt eine Inzidenz von 381. Sie steigt also bei uns auch sprunghaft nach oben, wie das überall der Fall ist. Wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen rund 30.000 infizierte Menschen. Wir können davon ausgehen, aktuell infizierte Personen 114.000. Und auch bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die Omikron-Variante mittlerweile rund die Hälfte der Neuinfektionen ausmacht. Wir haben eine Situation beim Impfen, die folgendermaßen ist. Wir haben mittlerweile 78,5% der Gesamtbevölkerung einmal geimpft. Rund 75% sind zweimal geimpft. Wir haben gut 45% haben auch eine Auffrischungsimpfung mittlerweile erhalten. Wir haben in der letzten Woche jeden Tag ungefähr 11.000 Erstimpfungen noch gehabt in diesem Land. Und wir haben ungefähr jeden Tag 86.000, 87.000 Auffrischungsimpfungen gehabt. Am Montag waren es aber dann wieder, Gott sei Dank, 204.000 Auffrischungsimpfungen. Man sieht also, dass die Urlaubszeit bei uns in Nordrhein-Westfalen eben auch zu Ende ist und jetzt die Impfkampagne wieder im vollen Umfang Fahrt aufnimmt. Die Erstimpfungen waren am Montag 22.000, was auch eine Zahl ist, über die ich mich besonders freue, denn wir müssen ja dranbleiben, dass wir eine höhere Durchimpfungsrate auch erreichen. Wir haben in der letzten Woche bei uns in Nordrhein-Westfalen 223.000 PCR-Teste gehabt. Davon waren 19% positiv. Das ist aber bei den PCR-Testen etwa die Hälfte von dem, was wir außerhalb der Ferien haben, weil natürlich die vielen Teste auf PCR-Basis in unseren Grundschulen und Förderschulen natürlich in Ferienzeiten wegfallen und auch viele Arztpraxen geschlossen sind. Dafür haben wir aber auf der anderen Seite während der ganzen Zeit der Ferien rund 1 Million täglich an sogenannte POC-Teste gehabt. Das waren normalerweise vor den Weihnachtsferien jeden Tag so 500.000 bis 600.000. Das ist also erheblich nach oben gegangen. Und wir haben bei den POC-Testen die Situation, dass dort die Positivrate zwischen 0,42, also man kann etwa sagen, sich zwischen 0,35 und 0,45 in der ganzen Zeit bewegt hat. Und wir eben doch damit auch sehen, dass wir eine sehr breite Teststruktur letzten Endes haben. Wir haben eine Situation in den Krankenhäusern, die ist zurzeit so, dass wir noch 1.923 Menschen in den Krankenhäusern haben. Das ist ein niedriger Stand wegen Corona. Davon noch 439 intensiv und Gott sei Dank auch nur 299 in der Beatmung. Das heißt, wir haben jetzt bei der Abflachung von Delta eine Entspannung in den Intensivstationen, das muss man ganz klar sagen, darüber freue ich mich auch sehr, nur keiner von uns weiß, wie, in welchem Umfang die Omikron-Variante, die ja, und das wissen wir ja, sehr, sehr viel ansteckender ist, wie die Delta-Variante, was das dann am Ende für das Gesundheitssystem bedeutet, insbesondere auch nicht nur für Intensivstationen, sondern auch für die Normalstationen. Und natürlich auch für den niedergelassenen Bereich, für diejenigen, die sich infizieren, aber medizinischer Hilfe, ich sag mal, niederschwellig im häuslichen Bereich brauchen. Wir sind hier auch in Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit den Apothekern, dass wir auch diesen Bereich auf jeden Fall auf relativ hohe Zahlen gewappnet sind. Wir setzen am Donnerstag eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir die MPK-Beschlüsse natürlich in dieser Corona-Schutzverordnung umsetzen.
Und das bedeutet erst einmal nochmal zu der Systematik der Corona-Schutzverordnung, dass wir natürlich bei diesen hohen Inzidenzen neben der Hospitalisierungsrate auch die Infektionsrate wieder einen höheren Stellenwert in der Betrachtung hat, weil wir ja im Auge haben, und deswegen hat ja auch die MPK darüber getagt, dass so viele Infektionen es natürlich, wenn viele Menschen infiziert ist, natürlich auch zu viel Isolierung führt und natürlich dann auch zu Quarantänemaßnahmen führt. Und wir uns ja alle Sorgen darüber machen, wie wir das wirtschaftliche, gesellschaftliche Leben, insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur, dabei am Laufen halten. Und deswegen hat man sich auch entschieden, dass wir weitere Kontaktbeschränkungen in dieser Corona-Schutzverordnung in Wahrheit ja aufnehmen. Und es bleibt jetzt erst einmal dabei, jetzt einfach mal für die normale Bevölkerung, dass man sich das gut merken kann, dass wir in Nordrhein-Westfalen im gesamten Freizeitbereich bei 2G sind und auch bei 2G bleiben. Und dass wir überall da, so kann man sich einfach merken, wo man im Freizeitbereich keine Maske tragen kann, eine 2G-Plus-Regelung haben. Das haben wir dann etwa bei der Sportausübung, in den Fitnessstudios, um nur mal ein Beispiel zu nennen, und natürlich auch im Gastrobereich. Und da ist die Regelung so, dass wir sagen, da gilt 2G+. Das heißt, man braucht einen Test. Aber wenn man eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, braucht man diesen Test nicht. Das ist dann auch im Sportbereich jetzt anders, wie es bis jetzt gilt. Und wir haben eine Regelung gemacht, Herr Lessmann, dass wer zweimal geimpft ist und zusätzlich erkrankt ist, durch die Immunisierung quasi eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, für die dann auch gilt, dass er diese Teste nicht, also keinen Test braucht, sondern wie ein Geboosteter auch Sport treiben kann oder in die Gaststätte gehen kann. An diesem Punkt muss ich jetzt sagen, gehört Fairness dazu, es geht ja auch um die Quarantäneregelungen. Die Quarantäneregelungen werden nicht in dieser Verordnung geregelt, sondern dazu braucht es eine Bundesregelung. Und der Bund muss dafür in einer Schutzverordnung eine Rechtsgrundlage schaffen. Der Bundesgesundheitsminister hat gestern in der GMK gesagt, dass man die bis Freitag schaffen wird. Freitag, das muss auch durch den Bundesrat, ist auch alles vorgesehen, dass dann der Bundesrat das machen wird. Und in dieser Quarantäneverordnung, hier wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, dass dann das Paul-Ehrlich-Institut die Grundsätze auslegt, wie wird das genau mit der Quarantäne gemacht. Der MPK-Beschluss ist in den Fragen, ich sag mal, klar. Er sagt ganz eindeutig, dass bestimmte Menschen nach 7 Tagen unter bestimmten Voraussetzungen der Teste aus der Quarantäne rauskommen, dass bei Kindern es nach 5 Tagen geht. Aber die Frage, wie ist jetzt hier zu verfahren, mit Leuten zum Beispiel, die eine Impfung mit Johnson & Johnson hatten oder infiziert waren, genesen sind und andere Impfungen haben. Das muss ja in dieser Bundesquarantäneverordnung genau geregelt werden. Das wird auch das Paul-Ehrlich-Institut dann machen. Und wenn wir diese genauen Regelungen in den, ich sag mal, Sonderbereichen kennen, werden wir uns nochmal anschauen, ob wir den Bereich weiter ergänzen müssen und wollen, wo man in Nordrhein-Westfalen ohne Test Sport treiben kann oder in die Gastro gehen kann. Und dabei werden wir natürlich das umsetzen, dass Quarantäneregelung und die Ausnahmen von der Quarantäneregelung und das, was dann im Bereich 2G+ ohne Teste geht, möglichst eng zusammenbleiben. Aber auf der anderen Seite es auch nicht so kompliziert werden kann, dass nur auf der einen Seite ein Gesundheitsamt damit umgehen kann in der Quarantänefrage, aber ich sage mal, ein ganz normaler Inhaber eines Fitnessstudios gar nicht mehr durch die Vielfältigkeit, die da entstehen könnte, was ich nicht weiß, das also quasi gar nicht mehr kontrollieren kann. Und deswegen warten wir in diesem Punkt einfach mal noch die Regelung bis dahin ab. Wir werden unsere Gesundheitsämter heute ein Erlass schicken, dass sie im Bereich ihrer Entscheidungsfreiheit den MPK-Beschluss
der ja auch über Schaubildern zum Beispiel dargestellt ist, in einer Übergangsregelung dann auch anwenden können, sodass die Gesundheitsämter in dieser Frage nicht alleine stehen, sondern dann auch die Rückendeckung des Ministeriums haben, dass sie auch unter bestimmten Voraussetzungen auch jetzt schon Quarantänemaßnahmen zum Beispiel verkürzen können. Wir haben des Weiteren in dieser Verordnung natürlich auch nochmal geregelt, dass die Testungen vor Ort möglich sind. Das war bislang in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Das heißt also, dass jemand, der einen Test braucht, zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen kann, einen Selbsttest mitbringt und der Inhaber des Fitnessstudios oder eine von ihm beauftragte Person, er dann unter Aufsicht einen Selbsttest durchführen kann. Das wird jetzt in Nordrhein-Westfalen anerkannt. Gleiches gilt natürlich auch dann für den Gastrobereich. Wir haben weiterhin eine Regelung gemacht, wie es mit der Maskenpflicht aussieht. Bei der Maskenpflicht ist es so, dass wir auch im Außenbereich aufgrund der höheren Infektiosität der Omikron-Variante auch unter bestimmten Umständen Masken vorsehen. Das ist vor allen Dingen dann immer der Fall, wenn man eine Regelung hat, wo jeder hinkommen kann, also auch Menschen, die nicht geimpft sind oder Menschen, die geimpft sind, wo also quasi der Veranstalter gar nichts kontrolliert. Da gilt im Grundsatz immer eine Maskenpflicht. Wenn ein Veranstalter dann eine Regelung macht, draußen 2G plus, gilt eben zum Beispiel keine Maskenpflicht. Von daher haben wir uns in dieser Frage auch nochmal orientiert an der Frage der höheren Infektionsgefahr durch die Omikron-Variante. Das sind im Wesentlichen die Teile, die wir jetzt in dieser Corona-Schutzverordnung geregelt haben. Und ich denke, dass das auch eine Aufforderung nochmal ist, dass die Menschen nochmal auch alle sehen, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man eine Auffrischungsimpfung hat, weil man dann eigentlich ohne Teste an weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin teilnehmen kann. So, das war's aus meiner Sicht und stehe da natürlich wie immer zu Fragen gerne zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Von den Fragen gibt es auch einige. Die erste kommt von Herrn Nassiandi von Radio NRW. Zwischendrin kurzer Hinweis, beim Facebook-Screen gibt es ein paar technische Probleme, aber bei YouTube und Twitter ist alles erreichbar. Herr Nassiandi. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Die erste betrifft etwas, was Sie gerade ausgeführt haben, aber nochmal zum Verständnis. Habe ich richtig verstanden, dass die Gesundheitsämter praktisch im eigenen Ermessen die am Freitag von der MPK beschlossenen, sagen wir, Lockerungen bei den Quarantänemaßnahmen umsetzen können, bis nun etwas Schriftliches von Ihnen oder vom Bund kommt? Also noch einmal, wir müssen jetzt einfach mal sehen, wir brauchen ja rein rechtlich diese, Frau Dubois, helfen Sie mal, wie heißt das, Corona-Schutzverordnung, ne? Die muss der Bund erlassen und das ist ein Rechtskonstrukt, fast wie ein Gesetz. Da brauchen Sie einen Kabinettsbeschluss des Bundeskabinettes, den es noch nicht gibt, soweit ich weiß. Und dann brauchen wir die Zustimmung des Bundesrates. Das soll alles bis Freitag abgeschlossen sein. Dann hat das Paul Ehrlich, das RKI, ne? Robert-Koch-Institut, eine Rechtsgrundlage, um dann genau zu sagen, wie die Frage bei den Quarantäneverordnungen aussehen soll. Die erlässt quasi eine Bundesquarantäneverordnung. Was jetzt für unsere Verordnung interessant ist, ist, ich möchte schon, dass die Ausnahme von Testen, dass wir uns dann auch nochmal angucken, wie ist die Quarantäneverordnung, weil ja nun der normale Mensch sagen wird, wenn die die Quarantäne verkürzen, warum muss ich mich testen lassen? Bei dieser Frage wird der Bund ja auch klären, wie etwa der gesamte Bereich, der nicht so einfach ist wie ich bin zweimal geimpft plus einmal geboostert, das ist einfach. Ich bin zweimal geimpft und hatte eine Durchbruchsinfektion, das ist auch einfach. Aber dann gibt es ja diese ganzen Zwischendinge, meinetwegen mit Johnson & Johnson geimpft. Ab wann ist man dann, was entscheiden die da bei der Quarantäne in diesem Fall? Was sind da die Voraussetzungen, dass da auch Quarantäne zum Beispiel verkürzt werden muss? Das müssen wir uns dann genau angucken. So, und was wir jetzt machen werden, ist heute was wir über einen Erlass den Gesundheitsämtern zu sagen, ihr könnt quasi das Schaubild der MPK, da wo ihr euch sicher seid, umsetzen.
Genau. Da war gerade der Zugriff zur Hilfestellung für die Kommunen. Genau, so ist es. Wenn das ja nie. Noch mal eine Nachfrage, bitte. Die zweite Nachfrage bezieht sich auf die Möglichkeit, all diese Komponenten, die Sie da genannt haben, diese Möglichkeit nachzuweisen. Es gibt, uns erreichen verzweifelte Anrufe von Hörern, aber auch von Gesundheitsämtern, die sagen, in dieser Corona-App des Bundes kann man das nicht alles so nachweisen. Wenn man nur einmal mit Johnson & Johnson geimpft ist und dann ein zweites Mal quasi geboostert wurde, hat man zwei von drei möglichen Impfungen, schon gerät man in Erklärungsnot. Wie möchten Sie das lösen? Ja, das kann, ich finde, nur der Bund über eine App lösen. Und ich glaube, dass der Bund in diese Frage, das war auch gestern Bestandteil der Gesundheitsministerkonferenz, die Corona-Warn-App dringendst weiterentwickeln muss, dass man quasi dort auf einen Blick sehen kann, ob jemand auch bei diesen ganzen komplizierteren Fällen eine vollständige Immunisierung hat, ja oder nein. Das kann ich mit Landesrecht nicht lösen, sondern wir brauchen hier, ja, das muss dann ja auch in allen Bundesländern gelten, das muss ja, wenn es so eben geht, eine Lösung sein, die auch europaweit den Menschen Handlungsfreiheiten gibt. Aber wir in der Gesundheitsministerkonferenz waren der Meinung, dass es eine gute Idee ist, die Corona-Warn-App in diesem Punkt weiterzuentwickeln. Ja, genau daran schließt auch eine Frage von Frau Schröder von RTL und die fragt nach dem Zeitpunkt, wann können Sie sich vorstellen, dass so eine App dann kommt und angepasst wird. Da kann ich keine Aussage zu machen. Okay, dann haben wir zum Komplex, wer sozusagen jetzt als umfasst als geboostert siehst und wer wie gilt, mehrere Fragen gehabt. Ich nehme die jetzt mal als beantwortet an und konzentriere mich auf weitergehende Fragen, unter anderem von Charlotte Schröder nochmal. Herr Minister, in Solingen müssen aktuell doch noch hunderte Kinder in eine 14-tagige Quarantäne. Inwiefern halten Sie das für sinnvoll und sollte es nicht nach den neuen Regeln entschieden werden? Ja, deswegen machen wir ja auch die Klarstellung seitens des Ministeriums an die Gesundheitsämter, wo wir in diesen eindeutigen Fällen durchaus ermuntern, den MPK-Beschluss auch jetzt noch bis Freitag umzusetzen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir freitags diese ganzen Rechtsgrundlagen kriegen. Dann werden wir relativ schnell, wenn wir die Stellungnahme des Robert-Koch-Institutes haben, auch unsere Testverordnung innerhalb von einem halben Tag ändern. Das ist dann ja, werden wir schon schnell machen. Aber das ist jetzt einfach diese Übergangsphase von 3-4 Tagen, wo wir einfach da ein bisschen Sicherheit geben wollen. Nur jetzt muss man auch eins sehen. Wenn heute oder gestern bei den Testen in den Schulen ein Schüler als infiziert, wir haben ja gestern 2,5 Millionen Tests durchgeführt. Da wird ja auch ein gewisser Prozentsatz positiv sein. Also 5 Tage ist er ja zumindest in Quarantäne, auch nach dem, was die MPK politisch vorgegeben hat. Und ich gehe mal davon aus, bevor die 5 Tage um sind, haben wir auch die Verordnung steht. Um es jetzt mal ganz praktisch auszudrücken.